Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Wir sind immer noch in der Kneipe zur Roten Tulpe, quasi. Ja, der wunderschönen Gaststätte in Oberbayern, nein. Aber auf jeden Fall, ja, wir sind Smiley losgeworden, den Typen, der hier saß. Ich hoffe, dass wir nun endlich mit Gretchen reden können. Ich meine, immerhin sind wir jetzt ungestört. Ist die Laune etwas besser? Sorry, Jack, aber ich bin fertig. Die Kunden sind alle weg. Ich kann kaum meine Miete zahlen. Und dieser Schleimbeutel Smiley ist jeden Abend hier. Oh, ich hasse ihn. Wegen Smiley? Nein, Jack. Ich will jetzt nicht über den Typen reden. Das habe ich mir fast gedacht. Wie läuft der Laden? Nicht gut. Sieht so aus, als hättest du in letzter Zeit nicht viel Kundschaft. Stimmt. Das kommt von der großen Depression, wie es die Zeitungen nennen. Banken versagen, die Leute sind arbeitslos und es gibt an jeder Ecke Prostituierte und Gangster in der Stadt. Ich würde sagen, der amerikanische Traum ist ausgeträumt. Und so langsam fangen wir an, das zu erkennen. Wenigstens hast du deinen Laden noch. Ich schaffe es kaum bis zum Ende des Monats. Und die Lage verbessert sich nicht gerade. Gestern Abend habe ich sogar früher zugemacht. Keine Kundschaft. Es könnte schlimmer sein. Wenigstens musst du nicht die ganze Nacht junge Hüpfer fotografieren, die mit Typen, die ihre Väter sein könnten, rummachen. Das hast du also heute Abend gemacht? Ich will gar nicht drüber reden. Sieht so aus, als hättest du in letzter Zeit nicht viel Kundschaft. Stimmt. Das kommt... Ich würde sagen... Ah, ich habe versehentlich... Entschuldigung, ich habe versehentlich das Falsche ausgewählt. Ich wollte eigentlich hier drauf. Ich war irgendwie gerade ein bisschen geistesabwesend. Warum hast du den Laden eigentlich Rote Tulpe genannt? Mein Vater hat sich den Namen ausgesucht, nicht ich. Der Laden war mal seiner. Er hat ihn nach dem Krieg aufgemacht. Er war bei der holländischen Luftwaffe. Nach seiner Entlassung aus dem Dienst kam er auf die verrückte Idee mit der Kneipe. Er war so stolz auf seine holländische Nationalität, dass er sie Rote Tulpe genannt hat. Wie die holländische Nationalblume. Was für ein Typ war dein Vater denn? Er war ein guter. Ich vermisse seine Geschichten über sein Pilotendasein in Holland sehr. Ich wurde hier in New York geboren. Hab Holland nie gesehen. Außer in Büchern. Muss ein wunderschöner Ort sein. Ich glaube nicht, dass es denen da drüben viel besser geht als uns. Wie kam es dazu, dass du in der Kneipe deines Vaters arbeitest? Eines Tages wurde mein alter Herr krank und starb ganz plötzlich. Ich hatte meinen Job als Tänzerin verloren. Und den Laden hier zu betreiben erschien als die einzige Option. Du warst also mal Tänzerin? Ach, richtig. Die fliegende Holländerin. So nannten sie mich. Ich habe das Tanzen geliebt. Ich war sogar mal für ein ganzes Jahr in Frankreich auf Tournee. Die beste Zeit meines Lebens. In dieser ökonomischen Krise kann sich natürlich keiner mehr Eintrittskarten für Tanzshows leisten. Die geben ihre paar Kröten lieber für Schnaps und Nutten aus. Hast du jemals versucht, wieder damit anzufangen? Ich wollte das irgendwie nicht mehr. Außerdem muss ich diesen Laden hier schmeißen und halbalkoholischen Ex-Bullen ihren Whisky hinstellen. Schön, dass ich auch noch zur Geschichte gehöre. Darauf ein Prosit! Themawechsel. Themawechsel. Kann ich einen Drink bekommen? Dein Konto ist überzogen, Jack. Morgen zeige ich den ganzen Deckel. Vielleicht kannst du ja für den Fan der Fliegen heuer. Ich glaube, ich schmier mal ein bisschen Honig ums Maul. Vielleicht kannst du ja für einen Fan der fliegenden Holländerin eine Ausnahme machen. Das ist doch nur ein schwächlicher Versuch, mir zu schmeicheln, Jack. Vielleicht solltest du es einfach ausprobieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich dann besser fühlst. Ich zweifle, dass es ausreichen würde, damit du einen Drink aufs Haus spendiert kriegst. Aber ich bin sicher, das würde deine Laune bessern. Du glaubst wohl, dass ich dir früher oder später doch noch einen einschenke, was? Wenn ich keine gute Menschenkenntnis hätte, könnte ich meinen Job gar nicht machen. Du glaubst also, dass du gut in deinem Job bist? Ich bin sicher nicht der Beste, aber ich bin besser als viele, die ein Schild raushängen. Warum sollte ich dir einen Drink ausgeben? Weil du nicht so hartherzig bist, wie du tust. Und einem armen Schlucker wie mir einen Whisky zu spendieren, wird deine Laune erheblich bessern. Ich gebe dir einen Whisky, einfach damit du endlich die Klappe hältst. Heute scheinen alle ziemliche Flausen im Kopf zu haben. Tja, wenigstens habe ich bekommen, was ich wollte. Wie trinkst du deinen verdammten Whisky?
Als Doppelten ohne Eis. Ich kann verwässerten Whisky nicht ausstehen. Ich stürze das erste Glas Whisky in einem Zug herunter. Das Brennen im Hals vom Alkohol ist längst ein Teil der Vergangenheit. Nach Jahren des Alkoholkonsums habe ich nur noch den süßlichen Geschmack von Malz im Mund. Ein paar Drinks und meine Muskeln fangen an, sich zu entspannen. Mein Kopf fühlt sich leicht an. Meine Sicht verschwimmt. Darauf ein Prosit. Einen Kopfschmerz später bin ich vor der roten Tulpe. Zapfenstreich, sagt Greta. Mein Kopf bimmelt wie die Kirchenglocken zu Weihnachten. Der Klöppel schlägt gegen meine Schädelwände, als wolle er durchbrechen. Zu viel Whisky, Jack. Geh lieber heim. Hallo? Ja, das bin ich. Tja, rufen Sie morgen früh wieder an. Ich arbeite nachts nicht. Ich bin keine Mietmasseuse. Was? McLean? McLean ist in New York? Wer sind Sie? Wo haben Sie diese Information her? Melville Dogs in Brooklyn. Folge dem Lord? Was soll das heißen, Folge dem Lord? Hallo? Hallo? Verdammt! Aufgelegt. Ah. McLean. Es ist Jahre her, seit ich zum letzten Mal seinen Namen gehört habe. Was macht der in New York? Das gefällt mir nicht. Aber ich muss das herausfinden. Ich werde zu den Melville Dogs gehen. Aber ich sollte meine Knarre mitnehmen. Obwohl ich nicht gerne bewaffnet herumlaufe, will ich nicht riskieren, mir eine Kugel von einem Unbekannten einzufangen. Ich erinnere an den Vorspann. Das ist ja nicht ganz geglückt. Aber gut, Oh Gott, so. Eine Knarre. Ich soll jetzt hier drin nicht wirklich nach... Oh, glücklicherweise leuchten hier immer diese beiden roten Lämpchen. Herrlich. Verdammt. Ich kann nichts sehen. Ich muss den Lichtschalter finden. Ja dann. Verdammt. Was ist das? Da ist ja der Schalter. Ha! Auf Anhieb gefunden. Ich werd bekloppt. Sehr schön. Bin ich gut, oder bin ich... Ach, egal. So. Oh, mein... Oh, Jake, hättest du hier drin nicht aufräumen können. Wir machen das Licht lieber wieder aus. So kann ich hier drin nicht sehen. Ich sollte das Licht wieder anmachen. Aber dann sehe ich wenigstens die Unordnung hier nicht. So, okay. Hier? Vielleicht ein andermal. Eine Reihe nutzloser Broschüren zur Ethik bei Ermittlungen. Nett. Als gäbe es eine moralisch einwandfreie Methode, sich eine Kugel in die Hüfte einzufangen. Ha. Das einzig Nützliche auf diesem Regal ist das Telefonbuch von New York. Eine Broschüre über die Verarbeitung von Jade, ein Essay über das Schlafwandeln und eine Geschichte über die Tempelritter. Ich muss besoffen gewesen sein, als ich diese Bücher gekauft habe. Okay. Ich habe keine Ahnung, was in diesen Schachteln steckt. Aber wenn ich sie hier hingetan habe, gibt es vermutlich einen Grund dafür. Okay, dann gucken wir uns die mal genauer an. Da gibt es nichts Interessantes. Ach verdammt. Hast du irgendwo einen Mülleimer hier, den du durchwühlen kannst? Ah. Nichts Brauchbares da drin. Das ist ein uralter Kalender. Ich sollte den eigentlich mal entsorgen. Aber was soll ich dann stattdessen hier hinhängen? Gute Frage. Telefon? Okay. Wen rufst du denn jetzt an? Hallo, New York Vermittlung. Ich höre. Warte. Moment. Ich glaube, ich lasse das mal lieber. Ich brauche... Wiederhören. Oh Gott. Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe, Miss. Die ganzen Fälle, die ich in den letzten Jahren bearbeitet habe, sind hier abgelegt.
Langweilige Geschichten vom Fremdgehen und Kleinkriminalität. Traumberuf. Ich war noch nie sehr ordentlich. Jetzt erscheint mir nicht der richtige Zeitpunkt, mit dem Aufräumen anzufangen. Eine Karte von Manhattan. Okay, die können wir uns nicht genauer ansehen. Ich glaube, ich komme auch ohne zurecht. Na gut. Was haben wir hier drin? Also klar, das wird das Bad sein. Mein 3 Quadratmeter Badezimmer. Mit 16 Dollar Sanitärkeramik. Nett. Du leistest dir richtigen Luxus. Was haben wir hier? Meine Ermittlerlizenz. Oh, die will ich mir mal... Kann man sie sich nicht genauer ansehen? Die muss ich nicht mit herumtragen. Würde ich mir gerne genauer ansehen. Oh, patriotische amerikanische Motive. Die sollen Klienten was fürs Auge bieten. Okay. Was haben wir hier? Solange das Bett im Weg ist, kriege ich die Tür nicht auf. Okay. Ein Klappbett. Eine der besseren Investitionen der letzten Zeit. Tada! Wow, wie genial! Oh Gott, wird immer schlimmer. Oh mein Gott, ihr wollt mich fertig machen, oder? Was gibt's denn hier noch alles? Nein, ich habe nicht vor zu verreisen. Ein Manifest aus Cleto in Kalabrien. In der Stadt wurde ich geboren. Ah ja. Eine alte Kommode voller Klamotten. Da ist außer Bettbezügen und Klamotten nichts drin. Dosen, Tomaten, Bohnen und sonstiger Fraß, der mich am Leben hält. Nein, ich habe im Moment keinen Hunger. Das sieht wie die Statuette einer Möwe oder Taube aus. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich sowas in meiner Abstellkammer hatte. Ich komme nicht ran. Egal, ich habe eh meine Zweifel, dass das Ding was wert ist. Was haben wir hier? Mop und Eimer für die perfekte Hausfrau. So bist du, Jack. So kennen wir dich. Das ist da, wo es ist, ganz gut aufgehoben. Nur ein alter Stapel Dokumente. Wenn ich mich wirklich daran machen sollte, dieses Regal aufzuräumen, werde ich feststellen, dass man die Hälfte von dem Zeug wegschmeißen kann. Ich bezweifle, dass ich hier was Brauchbares finde. Sicher? Schachteln, Papiere und anderer Kram, den ich nicht mehr brauche. Ich bezweifle... Meine selbstgebaute Dunkelkammer. Ah. Ich entwickle meine Fotos selbst. Ich kann nicht riskieren, dass ein Fotolaborant mit loser Zunge mein belastendes Material zu sehen bekommt. Die letzte Rotlichtbirne, die ich hatte, ist letzte Woche kaputt gegangen. Und der Laden, wo ich normalerweise Nachschub kaufe, macht vor morgen früh nicht auf. Mit anderen Worten, ich kann den Film jetzt noch nicht entwickeln, aber das ist ja eigentlich auch nicht das, was wir ursprünglich tun sollten. Ich kann versichern, dass das im wirklichen Leben gar nichts bringt, sowas mit sich rumzutragen. Na gut. Als ich dieses Apartment angemietet habe, war das Ding schon drin. Ist etwas kaputt, aber wenigstens habe ich nichts dafür bezahlt. Das einzig Nützliche da drin ist die alte Munitionsschachtel. Aber ohne meine Knarre nützt sie mir nichts. Ah. Wups, gehst du weg, Jack. So. Sonst noch irgendwas hier? Er macht's mir ja nicht einfach. Waschmittel und Klammern. Das Notwendigste, um halbwegs präsentabel auszusehen. Wow. Die Überreste eines alten Fahrrads. Hey, wenn wir noch mehr Überreste finden, können wir uns ein neues Fahrrad basteln. Juhu! Nein, ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Okay, ich glaube fast, ich finde hier nichts mehr. Ich glaube, ich komme auch ohne zurecht. So war ich dann jetzt hier drin. Na gut. Nützt ja alles nichts. Dann müssen wir hier noch weitersuchen. Jack, du machst mir nicht einfach. Nichts Brauchbares da drin. Da ist also auch nichts Brauchbares drin. Das ist nur wieder das gute alte Klappbett.
Ah. Und da drin irgendwas Brauchbares? Die stehen da gut. Ah. Du wirst doch hier irgendwo deine Knarre haben. Ich bin zwar sehr versucht, aber ich glaube, ich habe jetzt keine Zeit, mich auszuruhen. Das ist ja natürlich schlecht jetzt. Jetzt erscheint mir nicht der richtige Zeitpunkt mit dem... Solange das... Ach ja, okay. Ich glaube, wir gehen doch nochmal in den Raum hier rein. Weil hier scheint mir wirklich nichts mehr zu sein. Aber da drin, da waren so viele Hotspots. Da habe ich bestimmt noch irgendwas übersehen. Allein schon mit den ganzen Kisten hier, das ist ja... Ich bezweifle, dass ich hier was... Okay, da sagt er das? Verdammt! Ah! Ich habe die Knarre vor Jahren hier verstaut. Ich habe keinen Schimmer mehr, wie die Kombination ist. Oh. Ich soll jetzt hier kein Rätselraten mit der Kombination machen, oder? Ja. Es gibt ja zum Glück nur... knapp 10.000 richtige Kombinationen und... Ach, so ein Mist. Was mache ich denn jetzt? Ich muss nach der richtigen Kombination suchen, was? Probieren wir es einfach mal mit 4711. Warum nicht? Okay, und dann? Scheint nicht richtig zu sein. Donnerwetter. Jetzt muss ich ja auch noch Zahlen suchen, sehe ich das richtig? Meine Waffenkiste. Das ist die Waffenkiste. Also da ist eine Waffe drin, das heißt, wir müssen daran. Oh, okay, das... Nein, ich bin nicht genervt oder so. Nur ein alter Stapel Dokumente. Ja, guck sie durch, vielleicht ist da irgendwas drin. Ich glaube, ich komme auch ohne zurecht. Ach, so ein Mist. Das wird schwierig. Wie komme ich an meine Waffe ran? Ah. Ich finde hier noch irgendwelche Hinweise. Dokumente, ein Aschenbecher und chinesisches Fastfood. Alles, was man für eine erfolgreiche Ermittlung braucht. Okay. Die einzige Zahl, die ich hier sehe, ist das vom Kalender, aber das sind ja nur zwei Zahlen. Das wird's also auch nicht sein. Ich brauche jetzt kein Telefonbuch. Vielleicht kann ich jemanden anrufen, der... Nein, warum sollte jemand anderes meine Kombination kennen? Ha. Ich sehe schon, da muss ich mal gucken. Das ist ja gar nicht so einfach bisher, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Oder Moment. Ich will mal was probieren. Haben wir hier irgendwas im Inventar, wo vielleicht eine Zahl draufsteht? Das Inventar haben wir ja noch gar nicht durchgeguckt. Der Dietrich-Satz, da steht doch auch genau, da war doch eine Zahl. 580, ja, da langt auch nicht. Ja, da stehen auf jeden Fall Zahlen drauf, aber... Ein Schlüsseln? Vielleicht ist da noch irgendwie eine Nummer drauf? Ja, schon, aber nicht erkennbar. Ansonsten haben wir noch die Ermittlerlizenz. So, was haben wir da? Jack Maria Del Nero! Lizenz für $30. Chapter 70. Hier haben wir einmal eine 27 und hinten dran eine 3 und die andere Zahl verdeckt er mit seinem Daumen. Aber oben links haben wir nochmal eine Zahl. 8172. Ja. Das ist die einzige vierstellige Zahl, die ich bisher gefunden habe. Ganz ehrlich, dann bin ich fast schon versucht, die einfach mal random jetzt zu probieren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es damit was zu tun hat, aber wir probieren es einfach mal. Wie gesagt, das ist die einzige vierstellige Zahl, der ich bisher im Spielverlauf begegnet bin. Probieren wir es einfach mal aus. Meine Waffenkiste.
Oh Gott, jetzt sind schon wieder Kombinationen hier gefragt. Wie bei Deponia. Verdammt. Ich erinnere an die Kombination von dem einen Tresor, wo ich ewig lang gebraucht habe. Und jetzt wieder sowas. So. Jetzt habe ich die Zahl vergessen, vor lauter Rumlabern. 8712 war es, glaube ich, oder? Nee, war es nicht. Okay, Moment. Muss ich mir nochmal kurz ansehen. 8172 war es. Okay. Ups. 8172. Meine Waffe. Verdammt. Also normalerweise kann ich mir Zahlen auch besser merken, muss ich dazu sagen. Ich werd bekloppt! Das war wirklich richtig! Ist ja Wahnsinn. Ich hab 'ne Waffe. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Meine Knarre. Ist schon eine Weile her, seit ich sie zum letzten Mal benutzt habe. Ich trage die nicht gerne mit mir herum. Aber egal. Ohne Munition ist sie sowieso unbrauchbar. Ich muss irgendwo im Büro Munition rumliegen haben. Ich muss mich nur daran erinnern, wo. Ja, die Munition, die haben wir ja bereits gefunden. Glücklicherweise. Die war ja hier. Oder? War sie das? Hier gab's so viele Hotspots, ich hab's vergessen. Oh Gott, aber auf jeden Fall hatten wir es hier irgendwo. Ich glaube, das war doch hier rechts in dem Regal, oder? Als ich dieses Apartment angemietet... Hier ist ja die Munition. Hoffentlich ist die nicht über die Jahre verrostet. Na toll, nur noch 3 Kugeln. Ich sollte das optimistisch sehen und das Magazin als halb voll und nicht als halb leer betrachten. Sehr gut, Jack. Alter Optimist. Perfekt. So, gut. Die Knarre ist jetzt geladen. Damit sind wir optimal ausgerüstet für einen Start in ein neues Abenteuer. Also dann, Jack. Lösche das Licht. Begib dich nach draußen in die gefährliche dunkle Stadt. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.